Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hustle Castle. Heute gibt es etwas Tolles zu berichten, denn es gibt ein neues, tolles Update. Nämlich, wenn wir hier schauen unter Spielupdate, es ist übrigens die Version 1.11.1, gibt es zwei Implementierungen. Erstens den Held und zweitens die Verliese. Kurze Erklärung, der Held, du hast jetzt einen eigenen Held zur Verfügung, den du verschiedene magische Artefakte geben kannst, den du hochleveln kannst mit gewissen Aktionen, dadurch bekommt er bessere Fähigkeiten, kann vielleicht Zauber wirken, was auch immer, verstärkt deine Truppen und unterstützt dich eigentlich in allen Kämpfen, die es gibt, egal ob jetzt Arena, PvP, Edelsteinbucht oder auch dieses neue Verlies, um gleich hier weiterzureden, was sind diese Verliese? Ich würde es eher nennen Co-op Dungeons. Das bedeutet, man kann zu zweit immer in diesen Verliesen oder Dungeon Monster jagen, gegen Monster kämpfen und Schätze rauben. Das habe ich bereits heute eine Stunde lang mit einem Freund gemacht und muss ich sagen, war gut unterhaltsam. Leider habe ich das nicht aufzeichnen können, da vor ein paar Tagen mein iPhone X gecrashed ist. Und unterwegs hatte ich jetzt leider nur mein altes iPhone 6 zur Hand. Ja, und der ruckelt leider bei Aufnahmen und so weiter alles. Beziehungsweise hätte ich da auch nicht mein tolles Mikro dabei gehabt. Jetzt spiele ich auf mein iPad Air 2. Und ja, hier sollte alles gehen. So, nur kurz alles abchecken. Habe ich noch irgendwas offen? Ah, hier bin ich der Erste im Turnier geworden. So, gut, dann schauen wir sich als erstes mal den Helden an. Also. Der Held ist immer im Thronsaal. Hier, so sieht er aus derzeit. Derzeit sehen alle Helden gleich aus. Es wird erst im nächsten Update, kann man ihn dann verschiedene Sachen anziehen, so weiter, dass er anders aussehen wird. Vermutlich vielleicht auch weiblich, weiß ich noch nicht. Ah, ich habe gerade gemerkt, man kann den Held umbenennen. Puh, ich habe schon nur Heldennamen. Ah ja, so coole Adler umhat bei ihnen. Answin von Greifenstein. Okay, das geht sich nicht aus. Darf man ihn nur nicht nehmen. Oder wir könnten ihn einfach auch meinem Namen geben, Knubson. So, dieser Held hat einmal 5 hier so Itemschächte, die man ihm zuweisen kann, sogenannte Relikte. Er hat aber, wie man sieht, wenn ich jetzt versuche hier auf die Plus zu klicken, hier tut sich noch nichts. Ich vermute, dass man diese ja später freischalten kann. Man hat von Anfang an das Säureglas als Relikt dabei. Das senkt die reguläre und magische Rüstung gegnerischer Krieger auf 0, was schon mal super stark ist und hält halt für 1,5 Sekunden. Und ja, es wird immer halt kurz ausgeführt und dann ist es wieder weg. Das Tolle ist, das kann man sogar noch verbessern. Im PvP und so weiter bringt es wenig, weil es der Gegner ja genauso hat. Das heißt, also es bringt schon was, natürlich, aber es hebt sich halt auf, weil der Gegner das Gleiche macht. Aber sobald jetzt dann mal die ersten Levels gemacht wurden, die ersten Items ausgetauscht wurden, dann werden sich die Helden unterscheiden.
Wir sehen auch hier schon, welche Relikte es zur Auswahl geben würde. Die kann man in Truhen in den Dungeons finden, zumindest vorerst. Ich vermute mal, dass es später auch Events geben wird. Zum Beispiel dieser Dank, um nur einen zu nennen, belebt alle Verbündeten mit 5% ihrer maximalen Gesundheit wieder. Aktivierungsbedingungen 7 sind seit Beginn des Kampfes vergangen. In nicht von der kontrollierten Kämpfen nutzt, erhält das Relikt selbst, wenn der Trupp ein Leben der Einheit besitzt. Das heißt, er kann selbst sogar Einheiten wiederbeleben. Coole Sache. Ja, und da gibt es noch vieles mehr. Müssen wir aber nicht durchschauen. Ich würde sagen, wenn ich dann mal Relikte erobert habe, dann werden wir uns das anschauen. Das habe ich bis jetzt nicht. Ein Freund von mir, also der Freund, der mit mir heute die Stunde in den Coop Dungeons verbracht hat, der hat schon eins von den neuen Relikten, nämlich der hat die Maske erhalten, hält gegnerische Magier davon ab, Zauber einzusetzen, hält 2 Sekunden lang. Könnte interessant sein. Weiß ich aber noch nicht, ob das mehr bringt als jetzt die Säure. Ja, man wird es sehen. Ich weiß auch nicht, ob er es jetzt aktiviert hat, aber er hat es jedenfalls bekommen. Ich habe für das Spielen, was ich gemacht habe, die sogenannten Sternbilder erweitert. Was ist das? Ihr habt 3 Möglichkeiten da oben zwischen Kriegersternbild, Magiersternbild und Bogenschützensternbild. Das bedeutet, du kannst immer die Buffs und Boni, die dein Held dann auf deine Kämpfer auswirkt, also das, ja, er verbessert einfach deine Kämpfer, kannst du hier sagen, okay, was möchte ich verbessern? Und du hast anscheinend immer bis zu maximal 100 Punkte, die du vergeben kannst, und da kannst du selber wählen, den Pfad, wo willst du hingehen, sieht man eh, dann, wenn man eine gewisse Anzahl hat, kann man zum nächsten springen und so weiter. Und ich bin halt einmal beim Krieger geblieben und habe dabei fast alles in dieses investiert. Also das habe ich schon ein paar Mal gesteigert. Die robuste Gesundheit, Level 3 von 12. Also da geht noch einiges, aber ist nicht schlecht. Erhöht die Gesundheit aller verbündeten Krieger um 5250. Das ist schon mal okay. Das ist auf jeden Fall schon vielleicht ein paar Schläge oder ein Critical Hit, den man mehr aushält. Und zusätzlich ist sich auch noch einmal ausgegangen, Berserker erhöht den körperlichen Schaden, der von einem verbündeten Krieger verursacht wird. Pro 20% der maximalen Gesundheit, die verloren wird, um 75. Ist auch okay. Ja, und da sieht man halt, da geht es halt bis irgendwann daher schauen. Okay, das kann ich noch gar nicht anschauen. Und das gleiche kann ich aber als Magier genauso machen. Ah, jetzt sehe ich schon einen Unterschied. Ah, das wusste ich noch nicht. Dafür muss das dementsprechende Artefakt aktiv sein. Also wenn ich Magier bin, muss ich die Maske haben. Was zum Beispiel ja, wie gesagt, beim Feuerfall gespielt hat. Oder als Bogenschütze muss ich das Sonnenstrahl-Item haben. Das ist der Punkt. Anscheinend kann man, okay, dann diese Sternbild-Items, wie man die sieht, da kann man nämlich nur eines auswählen. Zumindest jetzt am Anfang haben wir das gemerkt, weil wenn er gesagt hat, er möchte die Maske auswählen, war automatisch das Säureglas nicht mehr aktiv. Jetzt kann das sein, weil der Held entweder noch, keine Ahnung, nicht so hohes Level ist und deswegen nur ein Artefakt gleichzeitig benutzen kann. Oder aber es ist so gedacht, dass diese speziellen Sternbilder-Relikte man halt genau nur diese nehmen kann. Also wenn ich jetzt den Kriegerpfad machen will, okay, dann muss ich Säuregas nehmen, die Maske für Magier und wie gesagt, das ist Sonnendings, Sonnenstrahldings für Bogenschütz. Aber wie genau, das weiß man halt nicht, ist nicht wirklich erklärt. Vielleicht steht es in einem Wiki oder so, aber im Game, ehrlich gesagt, ist es nicht erklärt. Aber es ist auch egal. Das ist fürs Erste. Und wenn ich da rechts oben auf Skin klicke, kommt auch erst im nächsten Update, also das ist ganz frisch heraus, ist auch teilweise noch buggy gewesen, mich hat es ein paar Mal rausgeschmissen aus dem Spiel, plus es sind teilweise auch noch Rechtschreibfehler drin, also man sieht, es ist noch nicht ganz fertig, auch teilweise sind gewisse Werte, was keinen Sinn ergeben, aber gut. Ja, was kann der Held jetzt? Jetzt kann ich zum Beispiel schneller mal schauen, ob ich da irgendwo einen PvP-Kampf kriege, weil ich bräuchte nämlich noch unbedingt einen
für meine täglichen Quests. Ah, jetzt nicht wirklich ein Glück gerade. Okay, wir können den probieren. Ich bin automatisch stärker. Ihr seht jetzt, der Held ist dabei. Man kann auf den Held klicken, sieht, was ist ausgewählt. Man kann das auch beim Gegner machen. Okay, der hat auch das Serieglas. Ich kann sogar sein Sternbild anschauen. Okay, ja, der hat robuste Gesundheit 2. Also mein Held ist auf jeden Fall stärker als seiner. Und die verbessern auch das Team oder halt, ja, die Heldengruppe. Also die sind jetzt immer fix dabei. Ich sage jetzt Angriff. Okay, na toll, muss ich aktualisieren. Aber jetzt kann ich hoffentlich angreifen. Und jetzt wird man sehen, dass beide Helden sich sauber machen. Jawohl. Und haben dadurch im Grunde von gegenseitig sich die Rüstungen aufgehoben. Dadurch geht natürlich der Kampf schneller. Nein, wir wollen jetzt keine Diamanten kaufen. Oh, ich habe übrigens noch die Truhe vom Platz 1 Turnier. Weg damit, brauchen wir nicht. Das ist schon wieder für Nachricht. Ja, Rang 1 im Turnier. Ich weiß es sehr. Und dasselbe, wie gesagt, wird es in der Arena geben oder wird es in der Edelsteinbucht geben. Und ich nehme halt stark auch an, morgen, wenn es dann wieder Freitag ist, auch im Portal. Aber jetzt kommen wir noch zu der zweiten Neuerung, dem Verlies. Und hier kann man nämlich wirklich diese Items erfarmen oder diese Erfahrung erfarmen. Wie nennt man die da? Muss ich mal schauen. Gehen wir mal kurz in den Laden rein. Sternbildmarken sozusagen erfarmen. Oder natürlich kann man auch so Truhen oder ähnliches erfarmen. Oder natürlich auch für Echtgeld leider kaufen, um den Helden zu verbessern. Wie funktioniert das Ganze? Ich werde jetzt am besten einfach eine Partie spielen. Spielen kann man so eine Runde immer aus zwei Möglichkeiten. Entweder für Nahrung. Kostet natürlich etwas, oder für Fackeln. Fackeln kann man sich wieder für Diamanten kaufen, oder wenn man sie, man kann sie auch bekommen, wenn man solche Coop-Dungeons spielt. Spiel jetzt einfach mal so eine. Hier sieht man auch gleich, bei mir steht über dem Teilnehmen Multiplikator aktiviert, Zahl der Reisen 3. Das bedeutet, die nächsten Kämpfe, die ich noch mache in Dungeons, wird immer die doppelte Erfahrung oder dieses doppelte blaue Zeugs, ich weiß nicht genau, was das ist. Schauen wir nochmal, ob das der Laden mir sagen kann, was das blaue Zeug ist. Ätherfänger, Äther nennt man sich, okay. Da haben sie sich wieder was Tolles einfallen lassen. Not. Bekommt man halt doppelt so viel. Was ja eine nette Geschichte ist. Gut. Ich nehme jetzt mal teil mit der Fackel. Dann ist es schon mal so, dass man nicht nur 6 Leute in den Dungeon führt, sondern 8. Und dann kannst du noch sagen, okay, wen hätte ich gerne? Möchte ich jemanden aus dem Clan haben? Möchte ich jemanden, einen Freund haben oder will ich zufällig haben? Da es jetzt kurz vor Mitternacht ist, ja, nehme ich lieber zufällig einen. Bedeutet, du kannst auch Singleplayer sozusagen spielen, also du musst das Koop spielen, aber kannst halt, ohne dass du jetzt gerade einen Freund online hast oder einen Clan-Kollegen online hast, eine Partie im Verlies spielen. Während wir hier warten, was kann man in dem Laden eigentlich alles kaufen? Also vielleicht auch für Echtgeld, beziehungsweise halt die Diamanten. So ein Banner, der Seelenreliktfragment. Das bedeutet, hier kann man Werten zum Erhalten und Verbessern der Relikte des Helden verwenden. Okay, so kannst du dir... Ah, Magiersternbild. Könntest du das Magiersternbild verwenden? Oh, wir sind auch schon fertig. Zufälliger Spieler gefunden. Oh, der ist sogar ziemlich stark gewesen, ist mir vorgekommen.
Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Jetzt seht ihr links unten Knubson und die Krone und rechts Goblin Gnome, das ist der Spieler, der jetzt mit mir spielt. Jetzt sage ich Begräbnisstätte, ja, wollen wir hin, da gehen wir hin. Weil ich die Krone habe, darf ich entscheiden, wo wir hingehen. Und jetzt seht ihr links mich und rechts ihn. Und wir können immer entscheiden, okay, wie viele Einheiten kann ich jetzt einsetzen? Zwei, er kann auch zwei einsetzen. Zusätzlich ist sein Held dabei. So, okay, er nimmt einmal einen Bogenschützen. Ich werde jetzt auf jeden Fall meinen Kämpfer nehmen. Und ja, dann nehme ich zwei Kämpfer, wenn das so ist. Sag fertig, weil fertig steht da nicht und go to battle. Das heißt, das kann immer unterschiedlich sein. Ab und zu sind es mehr als zwei Einheiten einzusetzen. Manchmal ist der Held bei mir, manchmal bei ihm. Und jetzt kämpfen wir wieder miteinander. Wir haben das erste schon gewonnen. Sehr gut. Und weiter geht's schon zum nächsten Weg der Verdammten. Nehmen wir das gleich. So, wir wollen wieder ein Raidre haben. Wir wollen Iliasson haben. Und wir nehmen die alle Java dazu, weil die soll wiederbeleben. Im Grunde kann man sich da absprechen, ich habe das mit einem Freund gespielt, das war sehr cool. Wir haben immer gesagt, okay, was spielen wir jetzt? Was hast du noch im Portfolio? Hast du einen Healer? Hast du einen Wiederbeleber? Spielst du mehr jetzt auf Tanks und so weiter? Und so konnte man immer eine schöne Mischung finden. Spielt sich gar nicht schlecht mit diesem zufälligen Spieler dabei. So, jetzt können wir... jetzt ist zum Beispiel so ein spezielles Dings hier, wo ich sagen kann, okay, was soll positiv, was negativ sein? Er kann auch wieder entscheiden, was positiv oder was negativ sein soll. Positiven Effekt, ich möchte... mehr Gesundheit zum Beispiel, und er kann jetzt einen negativen Effekt auswählen. Wie gesagt, Moment, schauen wir mal, ob er mir vielleicht geschrieben auch hat. Nein, hat er nicht. Er könnte sich hier auch schreiben, aber natürlich macht es mehr Spaß mit einem befreundeten Spieler, weil man natürlich dann besser reden kann miteinander. Aber im Grunde ist es jetzt... er hat noch nicht ausgewählt, oder? Ja, er hat noch nicht ausgewählt. Im Grunde kann man hier sagen, okay, ich möchte, dass ich mehr Gesundheit bekomme. Dafür, keine Ahnung, zum Beispiel gibt es eine Wiederbelebungsschwere. Soll es keine Wiederbelebung mehr geben. Das werden wir natürlich nicht wollen. Okay, er hat sich jetzt für den magischen Schaden entschieden. Und es geht weiter. Wir werden gleich hierher gehen und jetzt einen richtig starken Kampf, also einen schweren Kampf machen. Den wir vermutlich nicht gewinnen werden, aber wir werden es sehen. Da ist noch nichts verloren, wenn wir nicht gewinnen. Erstmal kann ich mehr Gegner einsetzen, kann ich mehr Einheiten einsetzen.
Beziehungsweise, also ich kann jetzt meine Ersatzspiele einsetzen. Ich kann aber jetzt genauso das machen. Ich kann auf Reiter gehen und kann sagen, okay, wiederbeleben, entweder habe ich eine Rolle oder setze ich 40 Diamanten ein. Schmeiße den einfach wieder rein. Sag den auch noch, schmeiß den auch rein. Schmeiß mir eine Wiederbeleberin rein. Na komm. Und von mir ist noch den Bogenschützen und los geht's. Okay, das macht leider mein Mitspieler nicht. Jawohl, geschafft. Wieder guten Ether gemacht. So, und weiter geht es. Jetzt können wir entscheiden, Land der Toten oder Residenz. Okay, das wäre nochmal so ein harter Fight. Land der Toten, da werden wir auf jeden Fall zum Boss kommen. Das werden wir machen. So, wir werden auf jeden Fall bei diesen Truppen bleiben. Das ist sehr gut funktioniert. Wirklich sehr gut. Ich glaube, wir haben nicht mal einen Toten gehabt. Top. Und können damit mal zu einem Endgegner kommen, also ein Drache. Hier kann man, sieht man, ja, verschiedene Items bekommen. Also Reliktfragment, sowie auch legendäre und epische Gegenstände. So. Jetzt werden wir den Reiter, wir brauchen den Filiasen, die Aliava. Und vielleicht setzen wir auch den Bjorn oder den Tenorball ein für mehr Damage. Tenorball. Oder? Immer den Bjorn. Und los geht's. Was denn? Noch nicht ganz geschafft, aber das sollte man doch hinbekommen, falls auch mein Mitspieler noch ein bisschen was investiert. Auf jeden Fall muss man beim Drachen Nahkämpfer nehmen, deswegen habe ich auch hier gleich mehr genommen. Das hat den Grund, dass, wie man gesehen hat, der hinten so einen Feuersturm runter macht und dieser Feuersturm ist halt sehr gefährlich. Ja, er hat nichts mehr zu mitgeben. Schlecht für mich. Aber ich will auf jeden Fall. Der Feuersturm geht in der Hauptsache auf die Schiffe überzieht. Und der Schütze ist sofort down. Thank you.
Ich muss leider nochmal was einsetzen, weil mich der Mitspieler nicht unterstützt. Deswegen macht es halt wahrscheinlich mit zufälligen Spielern nicht so viel Sinn. Aber ja, was soll's? Was tun wir nicht alles fürs Herz zeigen? Wir wollen sehen, was wir bekommen. Vor allem so eine Truhe habe ich noch nicht bekommen. So, wir nehmen Retri, wir nehmen Bio und zack, zack. Und dann nehmen wir einen Fernkämpfer, dass er mal den Zauber im Hintergrund macht. Und los geht's. Jawohl, und da ist er dran. Sehr schön. Sehr gut, der Drache ist geschafft und wir können die Reise beenden. Es gibt hier auch, wir könnten natürlich jetzt genauso auch noch die anderen Dungeons weitermachen. Also im Grunde kannst du alle Wege hier freispielen. Es gibt noch einen zweiten Boss meistens. Ein kleinerer, der auch nette Items bietet, nur alleine macht das jetzt keinen Sinn mehr, wenn der nichts mehr hat, mein Mitspieler. Deswegen sage ich, Reise beenden und schau, was ich dafür bekomme. Ja, sehe ich das jetzt irgendwo, was ich bekommen habe? Ja, hier sehe ich es, die Truhen und die Items, die ich bekommen habe. So schauen wir mal die Truhe, was da rauskommt. Oh, sehr schön, wirklich eine legendäre Rüstung, die ich nicht verwenden kann leider noch, weil ich zu schwach bin, aber nehmen wir trotzdem gerne für einen Bogenschützen und was bringt die andere Rüstung? Auch noch ein paar Tokens dazu, sehr gut. So, dann gehen wir gleich hier, ah nein, da gehen wir nicht daher, sondern dann gehen wir nochmal rein ins Verlies. Man geht in den Laden und kann jetzt zum Beispiel eintauschen. So, was habe ich da jetzt? Ich habe 6.885 Ether. Ich könnte wieder Kriegermarken kaufen, was ich wahrscheinlich eh mache, weil ich möchte meine Kriegermarke verbessern. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben natürlich auch Marken bekommen, wie man gesehen hat. Aber ich... So, ja, ich kaufe mir jetzt mal alles, was ich von Ether habe, an Marken. Und kann jetzt hier auf meinen Helden gehen, kann auf Sternbilder klicken und kann jetzt hier sagen, so, ich möchte die Gesundheit weiterhin verbessern. Super, und habe jetzt schon 7500, was ich kriege. Okay, der Rest geht sich nicht aus, aber ich habe vielleicht noch was. Nein, das geht nicht. Okay, ich habe nicht genug, ich habe nur mehr 347. Okay, da habe ich 237 und da habe ich sowieso keine Items dazu. Also, ich habe zumindest wieder das um eines verbessert. Das bedeutet, meine Krieger halten wieder etwas mehr aus. Und so funktioniert im Grunde das Ganze. Nettes Spiel dazu, zu dem eigentlichen Spiel. Diese Verliesgeschichte und der Held dazu. Wie gesagt, im Coop macht es halt noch mehr Spaß, weil man sich halt auch mehr erspart, weil ich habe jetzt da ja unnötig viel einsetzen müssen, weil der Kollege halt nichts investiert hat. Und ich schätze, dass da auch weitere Coop-Dungeons dazukommen werden, weil dabei ist das immer der gleiche Dungeon, der nur halt, du fängst an verschiedenen Startpunkten an und hast eben eigentlich immer als Hauptgegner den Drachen, beziehungsweise gibt es noch so einen kleineren, den könnte man wie einen Beholder nennen, wenn man das von Advanced Dungeons and Dragons kennt. Ja, ich würde sagen, das war's mal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es Fragen habt, stellt sie rein. Ich werde auf jeden Fall demnächst wieder Video machen, sobald ich schlauer geworden bin aus das draus. Also falls ich noch weiß, okay, wie kann man bessere Strategien machen, beziehungsweise irgendwelche Tipps und Tricks bei den Helden. Oder falls ich neue Items für den Helden habe, werde ich das auf jeden Fall auf YouTube stellen. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken und ciao.